Aber die sahen ähnlich aus. Von drinnen fahren. Dann verkaufe ich gleich den Kolob hier und hol mir den anderen. Manni. Ja, ne, den anderen Ja, kannst du, den brauchst du nicht unbedingt den halt verkaufen, von den aber du kannst Kindern. den für andere Sachen benutzen. Ja, wenn ich den verkaufe, habe ich Kohle für den anderen. Ja, okay. Oh, mein Hinter, ne? Falscher Stuhl. Ne, ne, ich sitze ja am Sessel, ich sitze ja gemütlich, aber ne, das Problem ist, wenn du zu lange sitzt, das wird dann so warm, dass selbst die Boxershort oder auch die Jogginghose dann ziemlich nass werden. Ja, aber ist doch Ich zu warm, ne? sitze auf so einem Chefsessel mit VIP-Funktion. Ja, bei mir ist Ein das ganz normaler VIP-Ticket. Sessel. Ein Ohrensessel. Na, die sind ja eigentlich bequem. Die sind bequem, Ja, ja. Das, die bequemer Ohren. wäre er nur, wenn der hinten die Füße ein bisschen tiefer hätte, dass du so Dein in den Schatz. Sessel reinkippst, ne? So wie nach ein Dann bisschen sägt liegen. etwas ab. Wieder mit dem Gips erfüllen. Mhm. Ja. So, gehen wir Ich eben bei säge den Kindern. vom Schwanz. Ja. Ja. Ich säge vom Schwanz Ja, irgendwie so mal was was ab. drauf. Ja, würde ich gerne machen, aber der Sessel ist dafür nicht ausgelegt. Wäre Wieso? schön. Kannst du die Füße endlich ein bisschen kürzen? Ja, ist schon schwierig. Man könnte eventuell, denke ich mal. Das heißt, es ist immer so schön, studieren und überstudieren. Naja, eben. Nee, ich Oder hatte, wollte noch eigentlich. unter den vorderen was untersetzen. Das hat gleich einen Effekt. Ja, richtig. Nee, ich hatte mir eigentlich Oh. überlegt, mir eventuell mal einen neuen zu kaufen, weil der doch schon ziemlich also, ne, abgenutzt ist. Was passiert? Ach, der ist gerutscht und ich komme nicht rückwärts. Wogegen gerutscht? Gegen Pfeiler, gegen Laternen fast. Da musst du dich irgendwie mit der Winde rausziehen. Erraten, was ich gerade versuche. Da fällt aber erstmal ein Punkt, wo du dich ansetzen kannst. Wenn das vorne am LKW nicht geht, dann musst du den Hänger nehmen. Habe ich versucht. Ja, wer wieder vom PC? Wie gesagt, ich war gerade nur auf dem WC. Musst du bringt. Kommt zu dir, ne? Alles gut. Ich hatte keinen Allrad mehr an. Das war der Fehler. Okay, jetzt bist du frei oder was? Hab aus Versehen den Allrad wohl ausgeschaltet. Bin ich der Dicke? Schuppi. Der Dünne kommt gleich. Wofür soll er nicht hin? Ich bleib jetzt gerade hier stehen und gucken, ne, weil Zucker hat ja eben das Problem, dass er kurz sich festgefahren hat. Hat sich wieder freigekriegt. Jetzt stehe ich gerade nur. Ich hatte vergessen, wie ich vom Portpunkt losgefahren bin, Allrad anzumachen. Naja. Warte mal, habe ich den International Pass da? Ja, ich habe sonst den Tiger fahren, da ist der permanent an. Da steht ja einer mit Kranen. Oh, der Sascha. Nichts für ungut. Nochmal diesen Superhänger, das ist eigentlich nicht mein Ding. Der Achter. Ja. Ja. Der Was Sascha geht? kann damit gut fahren. Alter. Ich auch. Mit dem Fünfer und so kein Problem. Da knall ich dir auch überall mit durch. Aber mit dem hier, der Einzige, wo ich echt Probleme mit habe.
Sascha und ich sind das ja, wie gesagt, ein bisschen gewohnt, ne? Weil in ETS oder so mit den Langhängern, du musst ja auf den Punkt genau einparken. Oder mal schnell parken, ne? Was machen dann die, die es dann nicht hinkriegen? Das ist zum Beispiel bei mir auch manchmal, ne? Dann hast du den Punkt wirklich verkehrt angesetzt. Du dachtest, du hast alles und dann kannst du ja nicht mehr drehen. Und das ist halt das Problem, ne? Ja, wenn sie jetzt ein Dreier oder was hast, drei Anhänger, die wirst du niemals richtig da reinpacken können. Richtig. Ich meine, fünfmal Ziegel, die sollten wir doch wohl noch schaffen, einer, oder? Da vom Winde verweht. Wir wissen ja nicht, was Sascha noch machen will jetzt. Ob er jetzt aufhören will, das hörte sich nun nämlich danach an. Aber der hat einen Kranwagen rausgeholt. Ja, abwarten. So, abgeladen. Patrick, kannst du ja mal gucken bei uns im Discord mal eben? Brauchst ja nicht rübergehen. Mach ich per Handy. Oder so. Wenn nicht ohne Grund ist der Discord drauf. Ich habe für die Kinder, ich habe FSK-Räume eingebaut. Da kommen die Kinder nicht drauf, weil wir die Kinder ja auf eine Gruppe haben. So viel sehe ich leider noch nicht. Ich sehe Events, Wolfsrudel Welt, Familienchat, Regeln, Accounts, Musik und Co. Dann die drei Aufnahmedinger, die normalen und den Darkroom. Den Wolfsrudel Welt sehe ich nicht, oder wie? Was sehe ich? Wolfsrudel Welt, ganz oben unter Events. Den sehe ich. Den siehst du gut. Ja, das ist auch nicht wert. Ich habe einiges gekillt. Das sind alles eigentlich alle, oder was? Ja. Drei Quasselecken, also oben mit Stream- und Videoplattform. Mhm. Unten ohne. Einmal FSK 18 mit Quasselecke, das sehe ich. Und einmal unten drunter alles gleiche nochmal. Ja. Die FSK-Räume sind die. Aufnahme ist ja normal, sehe ich ja. Da ist ja nichts bei. Doch, das auch. Das steht nur ganz hinter. Warte. Bisschen länger als. Ja, kann ich jetzt nicht anklicken, sonst join ich da rein. Ja, die FSK-Räume, die sind alle für die Kinder gesperrt. Okay. Kann man nicht reingucken. Oh, wer steht denn da auf dem Platz? So. Hier, Tank. Die Regeln? Ja, das war noch nicht. Die Regeln kommen ja nur bei Neujoinern, die Neujoin. Ja klar, die war bei mir jetzt aber weiß hinterlegt, deswegen habe ich mal drauf geklickt. Oh, sieht so an sich gar nicht schlecht aus. Oh, die Frage war, was machen wir denn jetzt noch? Ja, ist die Frage, es ist gleich 12 Uhr. Ja, eben, deswegen frag ich. Ich weiß ja nicht, ob du das schon ausmachen willst oder nicht. Ja, also wenn du jetzt noch was anfängst, dann dauert es wahrscheinlich sehr lange wieder. Ich dachte, die 5 Ziegel vielleicht noch. Welche 5 Ziegel? Da eben zumindest. Welche 5 Ziegel? Da stand irgendwo was. Moment, ich bin gerade in der Werkstatt. Ach, vom Winde verweht. Ja. Sind ziemlich weit auseinander verteilt im Wasser. Ja. Also da sind wir wieder 1,5 bis 2 Stunden zugange. Okay. Dann mach ich mal aus. Ist. Ja, aber rein pragmatisch, du weißt ja, wie lange die Mission hier dauert. Ja, ne, ist ja in Ordnung. Und. Ne? Wenn du es da oben anguckst, das sind alles Punkte, wo du nicht so einfach hinfahren kannst. Welcher Kolob ist das denn? Ihr habt den 7476? Ja, das ist der eckige. Es gibt's ja nur 2. Ja, der ist in Nordamerika natürlich nicht verfügbar. Ja, kannst du ja zum Singleplayer jetzt gleich kaufen. Ist ja, nicht das richtig. Problem. Also die Ölfässer dürften einfacher sein, wenn ich mir das so angucke. Da kannst du quasi die Straße runterfahren, aber hier mit den Ziegeln. Da wüsste ich gar nicht, wie du da auf die Inseln kommst.
Also da hinten rüber, ja. Durch Wasser fahren. Das geht's nicht. Ja, durchs Wasser fahren. Ja, lass uns das verlieben. Das würde ich sagen, das machen wir lieber sauber beim nächsten Mal. Ja. Das artet nämlich zeittechnisch richtig aus hier wieder. Morgen heißt es dann bei dir wieder wahrscheinlich viel Arbeit alleine, ne? Auf der Arbeit selber. So, morgen ist Sonntag. Ach ja. Und dann werde ich daran. Montag. Wie komme ich denn jetzt schon darauf, dass morgen Montag ist? Gott bewahre.